Ja, goedenavond, hartelijk welkom bij het Buddhistische Centrum hier in Essen. Ja, mijn naam is Bodhi Mitra en manche van euch kennen mich ziemlich goed, weil ich viele Jahre hier mit dem Zentrum hier in Essen verbunden war. Ich lebe aber seit 3,5 Jahren im Meditationshaus Fimaladhatu im Sauerland. Das ist das Meditationshaus, was zum unser Buddhistisches Zentrum gehört. Also der Titel von meinem Vortrag ist Pratitya Samutpada oder die vier Prinzipien des Universums. Ich werde anfangen mit drei W's. Ja, W, W, W. Ihr weißt wahrscheinlich, wofür das steht. Ja. Nee, nicht Internet, nicht World Wide Web. Auch nicht für wir werden Weltmeister, dafür steht es auch nicht. Es steht für die drei große Warum-Fragen. Warum bin ich geboren? Warum lebe ich? Oder was ist der Sinn meines Lebens? Und warum muss ich sterben? Ja, das sind die großen Warum-Fragen. Und die Fragen entstehen aus einem Grundbedürfnis, das die Menschen haben. Die Menschen, die wollen gerne die Welt verstehen, die wollen gerne das Leben verstehen. Das fängt schon ganz früh an. Ja, das fängt an, wenn wir Kinder sind. Ja, dann stellen wir solche Fragen wie, Mama, warum sind die Bananen krumm? Ja, so, ich weiß nicht, ob das in Deutsch so ist, aber in Holländisch ist das die typische Frage, die Kinder stellen. Ja. Und natürlich haben wir darauf keine Antwort. Ja, die Bananen sind einfach krumm, das ist einfach so. Ja, aber das ist die Phase der Verwunderung. Ja, Kinder haben die Phase der Verwunderung, die wollen alles wissen. Warum ist so, warum ist dies, warum ist das? Wenn die Kinder etwas älter werden, wenn sie Jugendliche werden, dann stellen sie andere Fragen. Ja. Dann gucken sie herum, die werden zum ersten Mal selbstbewusst und dann sagen sie, warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja. Oft mit ein bisschen Ärger in ihrer Stimme, weil sie enttäuscht sind. Das ist die Phase der Pubertät. Ja, wenn Kinder sich realisieren, das Leben ist nicht so, wie sie als Kind geglaubt haben. Und dann kommt natürlich auch Widerstand und ein bisschen Aggressivität. Als Erwachsene kommt die Frage wieder. Ja, dann ist eher die Frage, ja, warum muss alles so sein, wie es ist? Warum muss ich leiden? Ja, warum geht es mir schlecht? Ja. Warum habe ich diese Probleme? Ja, warum geht es mit meiner Arbeit falsch? Warum geht es mit meiner Ehe falsch? Warum geht dies falsch? Warum geht das falsch? Das sind die Fragen, die manchmal zu einer Lebenskrise führen. Ja? Das kann uns zu jeder Zeit passieren. Es gibt natürlich auch die Midlife-Crisis, wenn es besonders passiert, wenn wir ein bisschen älter werden und dann auch die Enttäuschung kommt, wir haben vielleicht in unserem Leben nicht das geschafft, was wir gerne geschafft hätten. Und dann kommt die Frage wieder zurück, wenn wir alt sind. Und dann ist die Frage, ja, warum muss ich sterben? Ja, ich möchte nicht sterben, ich möchte weiterleben. Das ist die Phase der existenziellen Verzweiflung, würde ich mal so mal sagen. Ja, warum kann ich nicht weiterleben? Und diese Fragen beschäftigen uns und die sorgen dafür, dass wir bestimmte Vorstellungen entwickeln, bestimmte Weltbilder, die wir entwickeln. Und da gibt es zwei Extreme. Ein extremes Weltbild ist, dass man sagt, ja, eigentlich alles ist Zufall. Ja? Was auch passiert, es passiert einfach, was so passiert, ist alles Zufall. Die Welt ist chaotisch. Ja, da ist keine Ordnung da drin, Sachen passieren einfach. Das ist das Weltbild, das alles Zufall ist. Oder man geht zum anderen Extrem und man sagt, alles, was passiert, muss so passieren. Das ist unvermeidlich. Es geht nicht anders. Es ist alles vorbestimmt. Ja? Das ist ein fatalistisches Weltbild. Ja? Eine Idee oder eine Vorstellung, dass die Welt irgendwie gesteuert wird und dass alles, was passiert, einfach vorbestimmt ist und man kann nichts dran ändern. Ja? Man kann tun, was man will, aber da passiert, was passiert. Die Welt wird gesteuert. Dann kann man sich natürlich fragen, was ist denn die steuernde Kraft? Und da hat es schon viele Antworten gegeben. Manche sind mehr absolut als andere. Ja, man kann sagen, ja, Gott ist die steuernde Kraft, oder Brahma, oder Yahweh, oder Allah, oder irgendwelche andere Autorität, die dafür sorgt, dass die Sachen so laufen, wie sie sind. Oder, was man auch manchmal hört, das ist eher so ein New Age-Kreise, würde ich mal sagen, ja, das ist mein Karma. Das passiert war, das ist mein Karma.
Oft ist das ein bisschen enges Verständnis von Karma. Ja? Man denkt, dass man irgendwie belastet ist mit Karma und das muss dann sich in unserem Leben auswirken. Und ja, das sagen wir, ja, ich habe einen Unfall bekommen, aber das war mein Karma. Das musste ich einfach so erleben. Da musste ich davon lernen oder sowas. Also das ist auch so eine Erklärung. Und dazwischen gibt es dann sehr viele Varianten. Ja? Viele Varianten zwischen alles ist Zufall oder alles ist vorbestimmt. Der Buddha wurde geboren in einer Gesellschaft, wo die Suche nach einer Antwort auf die Sinnfrage des Lebens sehr lebendig war. Seine Umwelt wimmelte von Lehrern, die ihre persönliche Meinung als die Wahrheit verkündeten. Es gibt ein Sutra in dem Pali Kanon. Pali Kanon ist die Sammlung von buddhistischen Schriften, die aus Sri Lanka kommt. In diesem Pali Kanon gibt es ein Sutra, das Brahmacala Sutra. Und in diesem Sutra sind 60 Ansichten gesammelt über wie die Welt ist, ja, und was die Sinn des Lebens ist. Also 6 Antworten auf die Frage, was soll das alles? Und in diesem Sutra wird gezeigt, dass alle Antworten, alle Sichtweisen, die es da gibt, alle spekulativ sind. Das heißt, die sind nicht begründet in Erfahrung und in Wissen, sondern in Unterstellungen und Glauben. Und zwischen den Lehrern, die all diese unterschiedlichen Meinungen, diese Unterstellungen und Glauben hatten, gab es einen sehr, sehr intensiven Austausch, ja, eine sehr intensive Auseinandersetzung. Und das findet man auch in den buddhistischen Schriften, dass die zusammenkommen und miteinander streiten. Und die meinen alle, die haben recht. Und der Buddha hat sich immer daraus gehalten. Er hatte kein Interesse an solchen Auseinandersetzungen. Er sagte, das ist alles nur Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Und warum? Der Buddha hatte einfach keine Meinungen oder Ansichten, die er verteidigen wollte. Er hatte einfach keine Meinung, das muss ich verteidigen. Ja, ich meine, dass die Welt so ist und das muss ich verteidigen. Das hat er nicht gehabt. Er hatte eine Vision. Er hatte etwas gesehen. Er hatte etwas erfahren. Er hatte etwas entdeckt. Ja, und das war für ihn die Wahrheit. Da war nichts darüber zu streiten. Er hat es einfach gesehen. Es war empirisch. Es war keine Spekulation. Was der Buddha entdeckt hatte, war das Prinzip der Konditionalität. Das Prinzip des bedingten Entstehens. Und das kann man so zusammenfassen. Alles, was wir wahrnehmen, existiert nicht wirklich, sondern ist nur Teil eines Prozesses von ständigem Entstehen und Vergehen. Auf der Basis von Bedingungen, die ebenfalls ständig entstehen und vergehen. Ich will es nochmal wiederholen. Alles, was wir wahrnehmen, existiert nicht wirklich, sondern ist nur Teil eines Prozesses von ständigem Entstehen und Vergehen auf Basis von Bedingungen, die ebenfalls ständig entstehen und vergehen. Ich werde diesen langen Satz später in Stücken auseinandernehmen und mehr erklären. Aber bevor ich das mache, möchte ich ein bisschen mehr etwas sagen über Existenz oder Existieren. Was wird gemeint mit existieren oder nicht existieren? Darauf gibt es eine praktische Antwort und eine philosophische Antwort. Die praktische Antwort ist, dass etwas existiert, solange wir es wahrnehmen können. Wenn der Stuhl, worauf Sie sitzen, nicht existieren würde, würden Sie auf den Boden fallen. Ja, also der Stuhl, die Stuhl existiert. Einfach aus praktischen Gründen existiert sie. Man kann drauf sitzen. Eine Seifenblase existiert, solange sie nicht platzt. Ja, solange er da ist, existiert er. Wenn er platzt, ist er weg. Also das ist die praktische Antwort. Die philosophische Antwort ist, dass etwas nur existiert, wenn es immer schon da war, es immer da sein wird und sich niemals ändern wird. Ja, wenn etwas ewig ist, dann bleibt schon ganz wenig übrig. Wenn man darüber nachdenkt, dann muss man sagen, ja, was existiert denn eigentlich noch? Ja, wir wissen sogar, dass die Erde irgendwann entstanden ist und irgendwann vergeht. Die Sonne, die ganze Sterne, ja, das alles im philosophischen Sinn existiert nicht.
Das Problem mit Existenz ist, dass wir die praktische und die philosophische Ebene miteinander verwechseln. Das heißt, wir meinen, dass etwas wirkliche Existenz hat, wenn wir bloß eine praktische Existenz wahrnehmen können. In anderen Worten, wir vergessen, dass alles mal entstanden ist und dass es auch mal wieder vergehen wird. Wir gehen davon aus, dass vieles, was in Wirklichkeit nicht dauerhaft ist, sich dennoch nicht ändern wird und bauen uns damit eine zuverlässige Welt auf, die es überhaupt nicht gibt. Das ist, was im Buddhismus Verblendung genannt wird. Und diese Verblendung führt zu Leiden, wenn unsere selbstgebaute Welt zusammenbricht. Okay, ich werde jetzt auf diesen langen Satz zurückkommen. Ja, dieser Satz, das Prinzip der Konditionalität. Erstmal, alles was wir wahrnehmen, existiert nicht wirklich. Ja, alles was wir wahrnehmen, hat irgendwann mal angefangen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir auch wahrnehmen können, dass es auch irgendwann mal aufhört. Also man kann sich auf nichts dauerhaft verlassen. Ja, das ist die Bedeutung davon, dass Sachen nicht wirklich existieren. Man kann sich nicht dauerhaft auf die Dinge verlassen. Und das zweite Teil ist dann, alles ist Teil eines Prozesses von ständigem Entstehen und Vergehen. Ja, das Wesen des Universums ist nicht Existenz, wie wir es gerne glauben würden, sondern Veränderung. Ja, da ist nur Veränderung. Alles entsteht und vergeht, ständig. Ja. Auch die Dinge, die wir, wovon wir nicht merken, dass sie sich ändern. Ja, der Stuhl, worauf sie sitzen, wird sich nicht merkbar ändern in dieser Stunde. Ja? Das wäre problematisch, wenn das so wäre. Also man merkt die Änderungen nicht. Aber eigentlich ist diese Stuhl nicht stabil. Ja? Die ändert sich ständig. Nur im Rahmen, sollte man so sagen. Ja? Aber kein Moment ist diese Stuhl völlig stabil. Alles ändert sich. Er entsteht und vergeht und entsteht und vergeht und entsteht und vergeht. Und dieses ständige Entstehen und Vergehen, das passiert auf Basis von Bedingungen. Ja? Also die Veränderungen im Universum sind nicht willkürlich, sondern die sind konditioniert. Konditioniert von bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingungen sind auch wieder nicht stabil. Die entstehen und vergehen. Also es gibt auch für die Änderungen keine unterliegende Stabilität. Ja, auch die Änderungen werden unterbaut von Änderungen. Es gibt Änderungen und Änderungen und Änderungen. Also ich habe jetzt das Wort Bedingung benutzt. Und da ist es vielleicht nochmal sinnvoll, einen Unterschied zu machen zwischen Ursache und Bedingung. Ja? Manche Änderungen werden verursacht und andere, oder es gibt Ursachen für Veränderungen, es gibt Bedingungen für Veränderungen. Also das Unterschied möchte ich nochmal ein bisschen klarer stellen. Eine Ursache unterstellt immer eine Folge. Eine Ursache ohne Folge ist keine Ursache. Es ist nur die Folge, die etwas zur Ursache macht. Oder die Ursache wird nur ausfindig gemacht, wenn die Folge da ist. Ja, also die Ursache wird durch die Folge definiert. Ja, keine Folge, keine Ursache. Eine Bedingung dagegen ist eine potentielle Ursache. Ja. Eine Ursache, ohne welche eine Folge nicht entstehen kann, aber eine Ursache, die nicht notwendigerweise zu Folge führt. Ja, also eine Bedingung kann zu einer Folge führen, aber muss es nicht notwendigerweise tun. Also das ist ein Unterschied zwischen Ursache und Bedingung. Ursache hat immer eine Folge, eine Bedingung kann eine Folge haben, aber man muss es nicht haben. Zum Beispiel, eine brennende Zigarette kann Ursache für ein Feuer sein. Solange das Feuer aber noch nicht entstanden ist, ist die brennende Zigarette keine Ursache. Sie ist nur eine brennende Zigarette. Sie wird nur zur Ursache, wenn ein Feuer tatsächlich entstanden ist. Das Feuer aktualisiert sozusagen die Ursachennatur der brennenden Zigarette. Das Feuer muss aber nicht notwendigerweise entstehen.
Dafür müssen bestimmte andere Bedingungen erfüllt sein, sowie die Präsenz von trockenen, brennbaren Materialien und vielleicht ein bisschen Wind, ja, und vielleicht noch andere Bedingungen. Auch die brennende Zigarette selbst ist eine Bedingung für das Entstehen eines Feuers. Aber nur wenn das Feuer entstanden ist, dann ist die brennende Zigarette Ursache geworden. Also kurz gefasst, Ursachen bewirken etwas und Bedingungen ermöglichen etwas. Ja, Ursachen bewirken etwas, Bedingungen ermöglichen etwas. Und das ist wichtig, um Konditionalität zu verstehen. Wenn Ereignisse passieren würden ohne Ursache, dann würden wir in ein Universum leben, das von Zufall bestimmt ist. Ja? Etwas passiert ohne Ursache, dann kann etwas anderes auch ohne Ursache passieren. Und dann kann plötzlich alles ohne Ursache passieren. Ja? Also das ganze Universum wird völlig chaotisch. Alles, was passiert, ist nur Zufall, weil es keine Ursachen gibt. Ja? Das wäre die Konsequenz, wenn Ereignisse passieren könnten ohne Ursache. Das führt zu diesem einen Extrem von Zufall. Wenn Ereignisse nur von Ursachen abhängig wären, dann wäre das Universum vorbestimmt. Ja? Maar dann gibt es Ursachen, dann müssen unbedingt die Folgen stattfinden. Also, wenn die Ursachen da sind, dann sind auch automatisch die Folgen da. Die Folgen sind auch wieder Ursachen für andere Folgen und alles ist vorbestimmt. Da ist keine Freiheit mehr. Also beide Optionen lehnt der Buddha ab. Ja, dus beide Optionen sind extreme. Was er sagt ist, Bedingungen können zu Ereignissen führen, tun es aber nicht notwendigerweise. Und was entsteht, entsteht auf Basis von einem komplexen Satz von Bedingungen. Nicht von einer Bedingung, aber eine Menge von Bedingungen. Also das Universum funktioniert weder auf Basis von Zufall, noch auf Basis von Unvermeidlichkeit. Und das Prinzip der Konditionalität, das der Buddha entdeckt hat, ist ein mittlerer Weg zwischen Zufall und Unvermeidlichkeit. Das Schöne an diesem Prinzip der Konditionalität ist, dass wir selbst eine von den Bedingungen sind, die mitbestimmen, was passiert. Und das macht es möglich, dass wir unser eigenes Leben mitbestimmen. Wenn wir selbst nicht mitbedingen könnten, dann wäre unser Leben völlig festgelegt. Aber glücklicherweise ist es selbst auch eine Bedingung. Wir können unser Leben mitbestimmen. Der Buddha sagt, es gibt Konditionalität und es gibt zwei Arten der Konditionalität. Es gibt zyklische Konditionalität und progressive oder kumulative Konditionalität. Also, was bedeutet das? Erstmal zyklische Konditionalität. Also hier bringt die Konditionalität uns immer wieder zurück auf unseren Ausgangspunkt. Ja? Also es gibt Änderungen, aber wenn man die Änderungen eine Weile verfolgt, kommt man immer wieder zurück auf den Punkt, wo man angefangen hat. Man geht in Kreisen rum. Es gibt keine Entwicklung. Das ist die Konditionalität, die normale Konditionalität, die wir in unserem Leben erfahren. Ja? Es gibt Veränderung, aber die Veränderung bringt keine Veränderung. Das ist ein interessanter Satz. Man geht immer wieder in Kreise rum. Dann gibt es die progressive Konditionalität. Und in diese Konditionalität bringt jeder Schritt uns weiter. Bringt uns auf eine höhere Stufe. Jede Stufe ist qualitativ besser als die vorherige Stufe. Also es gibt eine Reihe von Stufen, die Entwicklung, die als Entwicklung gesehen werden können. Und diese progressive Konditionalität ist auch kumulativ, weil alles, was in jedem Schritt erreicht wird, bleibt in dem nächsten Schritt behalten. Ja? Es gibt keinen Rückfall. Ja? Also es ist wirklich wie eine Treppe. Ja? Man nimmt die nächste Stufe, die nächste Stufe ist höher, die nächste Stufe ist höher, die nächste Stufe ist höher, aber die geht nicht zurück. Ja, und alles bleibt behalten. Diese zweite Art von Konditionalität ist absolut zentral
für jede Weg der Entwicklung, insbesondere für den Weg der spirituellen Entwicklung. Und darauf komme ich bald zurück. Aber ich gehe noch erstmal ein bisschen mehr ein auf die zyklischen Nidanas, die zyklische Konditionalität. Der Buddha beschreibt zyklische Konditionalität und kumulative Konditionalität durch Nidanas. Nidanas sind die Glieder von einer Kette. Ja? Also er beschreibt die Wirklichkeit als eine Kette mit Glieder und die zyklische Konditionalität hat 12 Kettenglieder, 12 Nidanas. Und dann kommen wir wieder zurück am Anfang. Und die progressive Konditionalität hat auch 12 Nidanas, aber das geht von hier nach dort. Und die zyklischen Nidanas, die beschreiben das normale weltliche Leben. Das normale weltliche Leben ist in seiner Art zyklisch. Und der Buddha beschreibt drei Formen davon, drei Beschreibungen, die einander überlappen. Die erste Beschreibung vom Leben ist ganz praktisch. Es ist ganz einfach, es gibt Geburt und es gibt Tod. Das ist die erste Beschreibung, das ist alles. Ja? Man wird geboren und man stirbt. Die zwei konditionieren einander. Also die erste konditioniert die zweite. Ja? Die Tatsache, dass man geboren wird, ist Bedingung dafür, dass man stirbt. Geht nicht anders. Also Geburt und Tod. Die zweite Beschreibung ist eher inhaltlich. Ja, die beschreibt das Leben inhaltlich. Und da sagt der Buddha, das Leben, das weltliche Leben von unerleuchteten Menschen wird gekennzeichnet von Verblendung, ja, von Nichtwissen, von Unwissenheit, von Nichtwissen, wie die Dinge wirklich sind. Und diese Verblendung führt zu verblendetes Handeln. Ja? Also man handelt auf Basis von dieser Verblendung und weil man Verblendung hat, ist auch das Handeln verblendet. Und verblendetes Handeln hat leidhafte Folgen. Das ist diese Sequenz, diese zweite Sequenz, inhaltlich. Es gibt Verblendung, darauf gibt es Handeln, was verblendet ist, und das hat leidhafte Folgen. Die dritte Beschreibung ist mehr, was soll ich sagen, psychoanalytisch. Die dritte Beschreibung ist so, wenn wir geboren werden, of sogar voor onze geboorte, wenn wir in nog een gebärmutter sind, dan ontwikkelen we ons. Ja? Onze körper ontwikkelt zich en onze geest ontwikkelt zich. En daarmee ontsteedt een ganze persoonlijkheid. Ja? Een mens met körper en geest, en met zinnen, en met gevoelens, en emoties, en gedanken, enzovoort. Also daar ontsteedt een volwertige mens, zo te zijn. En deze volwertige mens treedt met de omgeving in contact. Ja? Geht nicht anders. Ja, wir haben alle ständig Kontakt mit unserer Umgebung. Und in diesem Kontakt entsteht ein Gefühlserlebnis. Wenn wir Kontakt haben mit unserer Umgebung, dann entsteht dadurch ein Gefühl. Das kann angenehm sein, wenn uns etwas Schönes begegnet. Es kann auch unangenehm sein, wenn wir etwas begegnen, was wir nicht gerne haben. Oder es kann auch so neutral sein, von ja, ach, neutrales Gefühl, das Erlebnis, das hat keine bestimmte Farbe. Ja? Aber es gibt dieses Gefühl, das Erlebnis. Und auf dieses Gefühlserlebnis reagieren wir. Und wir reagieren mit Verblendung. Es ist eine blinde Reaktion. Ja? Wenn wir etwas Angenehmes erfahren, ja, wenn wir ein angenehmes Gefühlserlebnis haben, dann wollen wir mehr davon haben. Dann ergreifen wir es. Wenn wir ein unangenehmes Gefühlserlebnis haben, dann wollen wir es weg haben. Ja? Wollen wir es einfach wollen wir, dass es nicht da ist. Und wenn das Gefühlserlebnis neutral ist, dann interessiert es uns nicht, dann gehen wir daran vorbei. Aber die Reaktion ist mehr oder weniger blind. Ja, es ist nicht so, dass wir uns wirklich überlegen, was ist die geschickte, die passende Art, damit umzugehen, aber es ist spontan, direkt. Wir wollen haben, was wir angenehm finden, wir wollen nicht haben, was wir unangenehm finden. Und diese blinde Reaktion, weil sie blind ist, führt zu Leiden. Ja, führt dazu, dass wir dann leidhafte Erfahrungen bekommen. Das ist die mehr psychoanalytische Beschreibung. Ja, also entwickelt sich eine Persönlichkeit, die kommt in Kontakt mit der Umwelt, entsteht ein Gefühlserlebnis, wir reagieren darauf und das führt zu Leiden. Also das sind drei Beschreibungen von den zyklischen Nidanas. Und wieso sind die zyklisch? Erstmal die ersten zwei.
Geburtentod, ja, oder die erste Beschreibung, Geburtentod. Das ist insoweit zyklisch, dass der Buddhismus, die buddhistische Tradition an Wiedergeburt glaubt. Die glaubt, dass wenn wir gestorben sind, dass wir dann wiedergeboren werden, in einen neuen Körper. Ja? Und wenn man neu geboren wird, dann gibt es wieder Tod. Automatisch. Ja, das ist das Geborenwerden ist Bedingung für das Sterben. Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Und dann gibt es wieder Wiedergeburt. Ja? Also da hat man unseren Zyklus. Wiedergeburt, Tod. Wiedergeburt, Tod. Wiedergeburt, Tod. Ja? Schon Veränderung, aber man kommt nicht voran. Man bleibt in diesem Kreislauf. Der Kreislauf von Geborenwerden und Sterben. Die inhaltliche Beschreibung ist auch zyklisch. Ja, das fängt an mit Verblendung, darauf basiert sich unser Handeln, was verblendet ist, das hat leidhafte Folgen. Und die leidhafte Folgen vertiefen unsere Verblendung. Ja, also wenn wir leiden, dann hat das einen verstärkenden Effekt auf unsere Verblendung. Deshalb handelt man dann wieder mit Verblendung und dann sind wieder leidhafte Folgen. Ja, es sei denn, dass man irgendwie aus diesem Zyklus herausbricht. Aber da komme ich später darauf zurück. Aber im Wesen ist das auch ein Zyklus. Das gleiche mit der psychoanalytischen Beschreibung. Die Entwicklung der Persönlichkeit führt zu Kontakt, führt zu Gefühl, führt zu blinder Reaktion, führt zu Leiden. Und das Leiden sorgt dafür, dass die Persönlichkeit sich weiterentwickelt auf eine verblendete Art und Weise, sodass dieser Kreis immer weitergeht. Immer weiter blinde Reaktionen, die Leiden verursachen. Jetzt die progressive Nidanas. Ja, das ist die Alternative zum weltlichen Leben. Die progressive Nidanas, die Stufen, die sind der Weg aus den zyklischen Nidanas heraus. Ja, also wir sind nicht definitiv und für immer gefangen in diesem Kreislauf von Geboren und Sterben. Es gibt einen Weg raus und das ist dieser Weg der progressiven Nidanas. Und eigentlich sind das zwei Wege oder Pfaden. De eerste pfad is de pfad der psychospirituele Entwicklung, habe ich ihn hier mal genannt. Diese pfad fängt an mit Gewahrsein. Gewahrsein, dass es Leiden gibt. Gewahrsein, dass wir persönlich leiden. Ja. Leiden tun alle Menschen. Früher oder später. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, Buddhismus sagt nicht, dass alles nur Leiden ist. Ja, weil es gibt auch viel Freude und viel Glück. Aber Buddhismus sagt, das Leiden kommt irgendwie immer wieder zurück. Und das Leiden führt nicht notwendigerweise zu Fortschritten. Ja. Es führt nur auf diesem Pfad der Entwicklung rauf, wenn wir gewahr sind, dass wir leiden und wenn wir gewahr sind, dass wir da raus wollen. Ja. Wenn man nur drin steckt und man steckt drin fest, dann passiert nichts. Aber wenn wir gewahr sind, es geht mir nicht gut und ich will da raus, dann kommt die Impuls, um etwas zu tun. Ja. Um wirklich etwas zu unternehmen. Ja. Solange man nur leidet und feststeckt in dem Leiden, dann kein Fortschritt. Aber wenn das Gewahrsein kommt, ich will da raus, ich will was tun, ich will was unternehmen, dann begeht man sich auf diesen Weg der Fortschritte. Und das Zweite, was dann entsteht auf diesem Weg, die zweite Stufe, ist Vertrauen. Ja? Man hat sich entschieden, man will was unternehmen, man sucht einen Weg daraus und dann findet man auch etwas, wovon man das Gefühl hat, das wird mich helfen, da rauszukommen. Und man entwickelt Vertrauen, dass das möglich ist. Man entwickelt Vertrauen in diesen Möglichkeiten, in diesen Weg. Ja? Also Vertrauen im Gegensatz zu Verzweiflung. Ja? Der Mensch, der nur in seinen Leiden feststeckt, ist verzweifelt, aber Vertrauen hebt uns raus. Und darauf, auf Basis von diesem Vertrauen, entsteht Erleichterung und Freude. Ja? Erleichterung ist das Gefühl von, oh Gott sei Dank, ich bin raus. Ja? Ich bin auf dem Wege raus. Ich muss nicht in dieser Situation stecken bleiben. Ich habe einen Weg gefunden, der mich daraus hilft. Ja? Und dann entsteht Erleichterung, ja? Weil man so froh ist, dass es nicht immer so weitergehen muss. Und diese Erleichterung entwickelt sich zu dem vierten Schritt, Begeisterung. Ja? Man ist total begeistert über das, was man gefunden hat. Man hat gemerkt, es funktioniert. Ja, man kommt aus seinen Leiden raus, man wird klarer, man wird positiver, man wird glücklicher. Also man ist total begeistert. Aber Begeisterung kann man nicht ewig festhalten. Ja? Begeisterung ist eine ganze Menge Energie. Aber irgendwann kommt es auch zur Ruhe.
Also der nächste Schritt ist Ruhe oder Stille. Ja? Alles beruhigt sich. Und das führt nicht dazu, dass dann die Begeisterung weg ist, aber dass die Begeisterung auf eine andere Stufe kommt. Und diese andere Stufe ist Wohlsein. Ja? Ein tiefes Wohlsein. Man ist einfach glücklich. Ja? Es ist nicht mehr so, dass man rumtanzt, ja? Diese Energie hat sich beruhigt, aber man ist einfach wohl und glücklich. Und dieses Wohlsein ist Voraussetzung für die nächste Stufe. Das Wohlsein ist Voraussetzung dafür, dass man in sich selbst gesammelt sein kann, dass man in sich selbst ruhen kann, dass man in sich selbst klar sein kann. Dass man kein Bedürfnis mehr hat, sich abzulenken und seine Energie in irgendwelche andere Richtung zu schicken. Man kann in sich selbst ruhen und klar sein. Und diese innere Ruhe und Klarheit, diese Sammlung, diese Konzentration, ist wieder Voraussetzung für den nächsten Schritt, und das ist Einsicht. Und das ist, wo der zweite Pfad anfängt, das ist der Pfad der transzendenten Entwicklung. Da kommen wir wirklich in Bereiche, dass wir anfangen, die Dinge so zu sehen, so wie sie sind. Wir sind so klar, wir ruhen in uns selbst, wir sind so gesammelt, dass wir anfangen, durch Illusionen durchzuschauen und wirklich klar zu sehen, wie die Welt eigentlich ist. Und diese Einsicht ist Anfang der Weisheit, der buddhistischen Weisheit. Es ist gleichzeitig auch eine Desillusionierung mit weltlichen Zielen. Ja? Also man sieht, dass die weltlichen Ziele, die man vielleicht vorher hatte, nicht zu Glück führen können. Und das ist eine Desillusionierung. Desillusionierung klingt nicht so attraktiv. Ist es vielleicht auch, also es kann manchmal unangenehm sein, desillusioniert zu werden. Aber nachher denkt man doch, ja, lieber desillusioniert, als in so einem Wahn zu leben und zu denken, dass alles in Ordnung ist, was eigentlich nicht so ist. Ja? Also es ist ein notwendiger Schritt, wo man vielleicht mal durch muss und die sehr befreiend ist. Ja? Desillusionierung ist befreiend. Und die führt zur nächsten Stufe, zu Rückzug. Ja? Ein Rückzug von den weltlichen Zielen weg, ja, von dem weltlichen Leben weg. Ja, man, stattdessen geht man in Richtung von spirituellen Zielen. Diesen Rückzug sollen wir nicht so verstehen, dass man sich aus die Welt zurückzieht und seinen Job rangibt und seine Familie verlässt und in den Himalaya, in einer Höhle wohnt oder so etwas. Es ist eher, dass man emotional nicht mehr so engagiert ist mit alles, was uns vorher so beschäftigt hat. Ja? Dass man nicht mehr so mitmacht mit dem Welt von Materialismus und nicht mehr so mitmacht mit Karriere und weiß ich nicht was. Man lässt die Sache mehr sein. Man sucht sich andere Ziele. Und dieser Rückzug führt dann, wenn es immer weitergeht, zu einer inneren Distanz. Ja? Auch wirklich nicht wortwörtlich zu nehmen, dass man wirklich völlig alle Kontakte mit der Welt abbricht. Es ist eine prinzipielle Distanz. Man ist in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das ist eigentlich eine gute Art, das zu beschreiben. Und diese Distanz hat als Ergebnis Befreiung oder Freiheit. Man wird völlig frei von allen Konditionierungen. Ja, alles, was uns bisher eingeengt hat, was uns bisher konditioniert hat, was unsere blinde Reaktionen konditioniert hat, das alles fällt weg. Ja, man ist völlig frei von alles, was uns beschränkt. Das ist vielleicht das Beste, diese Stufe zu beschreiben. Und diese Stufe ist sehr, sehr nah an Erleuchtung. Ja, wenn man so weit ist, dann hat man fast Erleuchtung erreicht. Das ist nur noch einen Schritt weiter. Und das ist dieser Schritt ist, dass man sich realisiert, dass man frei ist. Ja? Nicht nur hat man die Freiheit erreicht, man realisiert sich, ich habe es geschafft. Erleuchtung ist erreicht. Man hat den Kreislauf von Geburt und Tod endlich durchbrochen. Ja, also auch hier 12 Nidanas, 12 Stufen. Und dieser Pfad der 12 Stufen ist auch bekannt als der Spiralpfad. Ja? Weil der Kreislauf geht rum, zyklisch. Ja? Und man kommt nicht weiter. Aber der Spiralpfad macht auch kreisförmige Bewegungen, aber geht nach oben. Immer weiter Richtung Erleuchtung. Ja? Also das ist diese Entwicklung. Also diese zwei Formen von Konditionalität gibt es. Diese kreisförmige und diese progressive oder kumulative, wo wir immer weiterkommen.
Und was ist jetzt die praktische Bedeutung von dieser Lehre? Es gibt zwei Bedeutungen. Erstmal, ich hatte es schon vorher angedeutet, Konditionalität macht es uns möglich, unser eigenes Leben zu bestimmen. Und da ist die wichtigste Wahl, die wir machen können, die Wahl zwischen zyklischer Konditionalität und progressiver Konditionalität. Ja. Entscheiden wir uns dafür, endlos im Kreislauf von Geburt und Tod herumzukreisen, oder entscheiden wir uns für den Spiralpfad, der zur Erleuchtung führt? Jeder muss für sich entscheiden. Aber diese Entscheidung ist meines Erachtens die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Viel wichtiger als die Entscheidung für eine Karriere oder für eine Familie oder für ein Leben als Außenseiter oder was auch immer. Ja, die Basisentscheidung für unser Leben ist, entscheiden wir uns für eine zyklische Konditionalität oder für eine progressive Konditionalität. Machen wir weiter, so wie wir das immer gemacht haben, oder versuchen wir einen spirituellen Weg zu folgen. Die zweite praktische Bedeutung von dieser Lehre ist, dass Konditionalität uns die Möglichkeit gibt, das existenzielle Problem des Leidens anzupacken. Der Buddha lehrt die vier edle Wahrheiten. Und davon werde ich jetzt hier nur zwei erwähnen. Die erste edle Wahrheit ist, dass weltliche Existenz leidhaft ist. Ja, das bedeutet, was wir auch tun, früher oder später stoßen wir immer wieder auf leidhafte Erfahrungen. Und der Buddha gibt da Beispiele davon. Er sagt, Geburt, Krankheit, Alter und Tod sind leidhaft. Nicht bekommen, was man haben will, ist leidhaft. Bekommen, was man nicht haben will, ist auch leidhaft. Verlust, Frust, Enttäuschung, Desillusion sind leidhaft und so weiter. Aber dabei bleibt es nicht. Er sagt, in der zweiten edle Wahrheit gibt er an, was die Ursache von leidhafter Erfahrung ist. Er sagt, die Ursache von leidhafter Erfahrung ist Gier und Anhaften. Gier verursacht Leiden, weil man nicht kriegt, was man haben will. Nicht immer kriegt, was man haben will. Und wenn man es mal kriegt, dann will man wieder was anderes haben. Also das ist auch so ein bisschen zyklisch. Und Anhaften verursacht Leiden, wenn man nicht festhalten kann, was man hat. Ja, man hat etwas, man kann es nicht festhalten, man leidet. Aber was ist es eigentlich, das wir begehren? Was ist es, woran wir anhaften? Die Lehre der Konditionalität, die lehrt uns, dass es die Dinge, die wir begehren oder an denen wir anhaften, nicht wirklich gibt. Sie entstehen und vergehen nur und haben keine dauerhafte Existenz. Es gibt nichts zu ergreifen. Was wir versuchen zu ergreifen, ist wie ein Traum. Das ist, was das Diamant-Sutra sagt. Ich zitiere hier, die ganze Erscheinung dieser Welt sind wie ein Traum, ein Trugbild, ein Seifenblase, ein Schatten, ein Tautropfen oder ein Blitzstrahl. Also die Dinge, die wir haben wollen oder die wir nicht verlieren wollen, sind wie ein Traum, die existieren nicht wirklich. Und eine Einsicht in diese Nicht-Wirklichkeit der Dinge, in die Konditionalität der Dinge, die kann uns helfen, loszulassen und damit die Quellen des Leidens austrocknen zu lassen. Jemand hat vielleicht inzwischen gedacht, wo bleiben denn die vier Prinzipien des Universums? Die kommen jetzt. Also ich habe so ein bisschen erklärt, was dieses Prinzip der Konditionalität ist. Und für diese Konditionalität gibt es in der alten Schriften eine Basisformulierung, die es in vier Zeilen zusammenfasst. Und diese Basisformulierung ist so. Wenn dieses ist, wird jenes. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. Wenn dieses nicht ist, wird jenes nicht. Und wenn dieses aufhört, hört jenes auf. Ich wiederhole das noch einmal. Wenn dieses ist, wird jenes. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. Wenn dieses nicht ist, wird jenes nicht.
Und wenn dieses aufhört, hört jenes auf. Dies ist die zentrale These des Buddha. Und alle anderen Lehren über die Natur der Existenz sind davon abgeleitet. Also, was soll man jetzt damit anfangen? Es ist nicht so. Es klingt einerseits einfach und andererseits ist es alles ein bisschen mysteriös und ungewöhnlich. Man kann darüber reflektieren, man kann darüber meditieren oder, was ich gemacht habe, man kann es analysieren. Wobei ich vielleicht als Voraussetzung sagen soll, dass man nicht die Beschränkungen des rationalen Denkens aus dem Auge verlieren soll. Ja? Letztendlich geht diese Formulierung über das rationale Denken hinaus. Aber ich habe dennoch versucht, so mal die unterschiedlichen Sätze zu analysieren und zu gucken, was da eigentlich da drin ist. Also, erster Satz. Wenn dieses ist, wird jenes. Das ist eine allgemeine Aussage, eine universelle Aussage. Und das bedeutet, dies steht für alle denkbare Elemente des Universums. Ja? Also alles ist bestimmterweise dies. Ja? Und alle Elemente im Universum, sobald sie sind, produzieren etwas anderes, ein jenes. Und jedes jenes produziert natürlich ein weiteres jenes. Weil jedes jenes ist auch ein dieses. Und so weiter. Ja? Also dies produziert jenes, jenes produziert jenes, und jenes produziert jenes, und so weiter. Und das dieses muss auch eine Folge gewesen sein von einem vorherigen dieses. Ja, also es geht nicht nur in die Zukunft rein, es geht auch in die Vergangenheit rein. Und das Bild, was man bekommt, wenn man das sich anschaut, ist von einem großen Fluss von unendlich vielen Elementen, die sich auseinander entwickeln. Und diese Elemente haben eine kausale Verbindung miteinander. Wenn dieses ist, wird jenes. Oder anders formuliert, wenn A ist, wird B. Und wenn B ist, wird C. Und wenn C ist, wird D. Und so weiter. Das sind alle kausale Verbindungen. Und deshalb nenne ich das Prinzip der Kausalität. Was jetzt ist, steht in einer kausalen Verbindung mit dem, was zunächst kommt. Und auch in einer kausalen Verbindung mit dem, was vorher war. Ja? Also das Prinzip der Kausalität. Geh zum nächsten Satz. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. Also, wie kunnen we dat verstehen? Wenn etwas Neues entsteht, entsteht das nicht alleine. Entsteht das nicht in Isolierung. Etwas anderes entsteht gleichzeitig. Dieses und jenes entstehen gleichzeitig nebeneinander. Und wenn jenes entsteht, muss auch wieder ein anderes jenes entstehen. Also, wenn A entsteht, entsteht gleichzeitig B und C und D und E und F und so weiter. Also, das ganze Universum entsteht in jedem Augenblick gleichzeitig in einem gigantischen Komplex von kausalen Verbindungen. Alles entsteht in jedem Augenblick, total. Und das nenne ich das Prinzip der Komplexität. Alles im Universum ist in einem ständigen Prozess von gegenseitig bedingter Entstehung engagiert. Wenn irgendwo im Universum etwas passiert, spürt das ganze Universum das. Ja. Ich glaube, das ist die Idee hinter die Aussage, die ganze Welt befindet sich in einem Sandkorn. Ja. Die ganze Welt in einem Sandkorn. Ist natürlich eine paradoxe Aussage, aber für mich bedeutet das, dass alles gleichzeitig in Zusammenhang miteinander in kausalen Verbindungen passiert und entsteht und vergeht. Also wir haben jetzt das Prinzip der Kausalität und das Prinzip der Komplexität. Der dritte Satz ist, wenn dieses nicht ist, wird jenes nicht. Das ist viel wichtiger, als es oberflächlich aussieht. Was würde passieren, wenn jenes werden würde, wenn dieses nicht ist? Es würde bedeuten, dass alles im Universum spontan ohne Gründe entstehen könnte.
Und das Ergebnis davon wäre ein universelles Chaos. Aber so ist es nicht. Jenes kann nur werden, wenn erstmal dieses ist. Und das bedeutet, die Entstehung der Elemente des Universums ist an bestimmte Bedingungen, bestimmten Regeln gebunden. Das Universum ist zwar sehr komplex, aber es ist geordnet. Das ist das Prinzip der Ordnung. Ohne A kein B, ohne B kein C, ohne C kein D. Also es gibt Ordnung im Universum, Gott sei Dank. Ja, das Universum ist auch ohne Ordnung schon chaotisch genug, also glücklicherweise gibt es noch ein bisschen Ordnung. Dann, vierte Satz ist, wenn dieses aufhört, hört jenes auf. Wenn es eine kausale Verbindung zwischen dieses und jenes gibt, kann jenes nur so lange in Erscheinung treten, als es dieses noch gibt. In andere Worten, die Erscheinung von jenes ist völlig abhängig von der Erscheinung von dieses. Und das gilt wieder für alle Elemente des Universums. Und das ist das Prinzip der Abhängigkeit. B ist abhängig von A, C ist abhängig von B, D ist abhängig von C. Oder alle Elemente im Universum sind abhängig voneinander. Nimm ein Element aus der Gleichung heraus und das ganze Universum ändert sich. Für dieses Prinzip der Abhängigkeit habe ich ein paar Illustrationen, ein paar Sachen, womit ich das illustrieren kann. Ich weiß nicht, ob er den Film Lola rennt kennt. Film von Tom Tykwer, ja, mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu. Tolle Film. Was passiert in Lola rennt? Das ist eine kleine Geschichte, die da abläuft. Und die Geschichte fängt an einem bestimmten Punkt an und entwickelt sich und hört an einem bestimmten Punkt auf. Aber was in dem Film passiert, ist, dass wenn die Geschichte aufhört, dann springt die Geschichte zurück zum Anfang. Ja? Und fängt neu an. Nur mit einer kleinen Zeitverschiebung. Ja? Einfach mal 10 Sekunden später. Und weil die Geschichte 10 Sekunden später anfängt, entwickelt sich die Geschichte völlig anders. Weil die Sachen, die passieren, die sind chronologisch nicht mehr miteinander so wie vorher. Und das verändert die ganze Geschichte. Ja? Und das Endpunkt der Geschichte ist dann völlig anders als in der vorherigen Geschichte. Und dann geht der Film wieder zurück und fängt die Geschichte wieder neu an. Wieder mit einer kleinen Zeitverschiebung. Das passiert so einige Male. Und das Schöne von diesem Film ist, dass es tatsächlich zeigt, dass alles, was in der Welt passiert, abhängig ist von allem anderen. Ja? Man braucht nur eine Sache zu ändern, eine kleine Zeitverschiebung, und die Welt sieht völlig anders aus. Kann ich empfehlen, diesen Film. Anderes Beispiel bezieht sich auf mich selbst. Ich bin vor etwa 19 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, aus Holland. Und damals war ich absolut davon überzeugt, ich würde nur maximal zwei Jahre in Deutschland bleiben. Ja, ich wollte zurückgehen nach Holland und da weitere FEBO-Aktivitäten aufbauen. Und an einem Punkt bin ich auch wirklich sehr, sehr nah dran gekommen, um zurückzugehen. Das war der Punkt, nach etwa 2,5 Jahren, und dann war ich schon über meinen versprochenen Termin darüber hinaus, nach 2,5 Jahren hatte ich mich mit einem Freund in England verabredet. Dieser Freund wollte nach Amsterdam, auch ein Ordensmitglied von der FEBO, und wollte nach Amsterdam, um da zu helfen, ein Stadtzentrum für die FEBO aufzubauen. Und das war auch meine Absicht. Und wir haben uns dann verabredet. Wir haben gesagt, an diesem Datum gehen wir gemeinsam nach Amsterdam. Du kommst aus England, ich komme aus Deutschland zurück. Und wir machen das gemeinsam. Und das sah alles so wirklich gut organisiert aus. Nur was dann passiert ist, ist, dass 2 Monate vorher ist seine Freundin zwanger geworden. Und dann hat sie sich entschieden, nicht nach Holland zu kommen. Und das hat als Folge gehabt, dass ich nicht nach Holland gegangen bin und noch immer hier bin. Und wenn man bedenkt, es war nur so ein ganz kleines Spermatozoide, die da verloren gegangen ist. Es war ein kleiner Unfall. Ja? Nur ein so ein kleines Ding. Und das hat mein ganzes Leben geändert. Ja? Das ist auch so ein Beispiel davon, dass alles voneinander abhängig ist. Ja? Mein Leben hat sich völlig geändert, weil irgendwo da etwas so ein bisschen daneben gegangen ist. Ja, könnte noch mal ein paar andere so Fragen in die Luft werfen. Ja?
Wie hätte sich die Geschichte entwickelt, wenn Napoleon nicht vor Moskau gescheitert wäre? Ja, wie würde die Welt aussehen? Ja? Wie würde die Welt aussehen, wenn Hitler nicht den Attentat von Stauffenberg überlebt hätte in 1943? Ja? Wie würde die Welt aussehen, wenn Jesus Christus eine Frau gewesen wäre? Ja? Interessante Frage. Oder wenn Mohammed in Dänemarken geboren wäre? Ja? Also, alles hängt miteinander zusammen und alles ist sozusagen nötig, notwendig, um dafür zu sorgen, dass das Universum das ist, was es ist. Vielleicht noch eine extra Bemerkung. Es gibt in dieser ganzen Beschreibung des Universums keine feste, dauerhafte, ewige Elemente. Es gibt kein Urprinzip, es gibt kein Schöpfergott, es gibt keine Urmutter, es gibt keinen Urknall, nichts. Es gibt nur einen niemals aufhörenden Fluss von in jedem Augenblick entstehenden und vergehenden, ungreifbaren Elementen. Sogar das Wort Element ist irreführend, weil es den Eindruck von etwas Existierendem, von etwas Dauerhaftem gibt. In Wirklichkeit gibt es nur Änderung, nur Bewegung. Die Dinge sind nicht, was sie scheinen. Sie sind nur Phänomene, Erscheinungen ohne Substanz. Und ich erwähne nochmal das Diamant-Sutra. Die ganze Erscheinungen dieser Welt sind wie ein Traum, ein Trugbild, ein Seifenblase, ein Schatten, ein Tautropfen oder ein Blitzstrahl. Ja, also wir haben jetzt die vier Grundprinzipien des Universums, so wie ich sie genannt habe, zusammen. Kausalität, Komplexität, Ordnung und Abhängigkeit. Vielleicht sollte man dazu sagen, das ist nicht eine Formulierung, die man in buddhistische Bücher zurückfindet. Das haben wir selbst ausgedacht. Aber ich glaube, dass es ganz nachvollziehbar ist. Das Prinzip der Komplexität macht nochmal klar, dass es bei Kausalität nicht um eine lineare Kausalität geht. Das heißt, A ist Ursache für B und B ist Ursache für C und so weiter. Die Kausalität ist sehr komplex und vielfältig. Man müsste eher so sagen, A, B, C, D, E und so weiter sind Ursachen für V, W, X, Y, Z und so weiter. Also es ist komplex, nicht eine Sache verursacht das eine andere Sache, nee, ein ganz komplex von Sachen verursacht ein ganz komplex von anderen Sachen. Auch meint der Buddha nicht, dass A unbedingt und ohne Ausnahme immer B verursacht. Und B ebenso immer C verursacht. Die Kausalität hat in der Natur eine Bedingtheit. Wenn A ist, dann könnte B entstehen, wenn alle anderen Bedingungen für B auch anwesend sind. Ich möchte das mal mit einem Beispiel illustrieren. Ich habe hier ein Glas. Wenn ich das Glas auf den Boden fallen lassen würde, dann sollte es natürlich erstmal leer trinken, aber wenn ich es auf den Boden fallen lassen würde, dann zersplittert es. Dann können wir uns mal anschauen, was da für die Bedingungen sind. Die Hauptbedingung, dass das Ding kaputt fällt, ist die Schwerkraft. Ohne Schwerkraft würde es einfach hier hängen bleiben. Wäre mal interessant, wenn das passieren würde. Würden wir uns jedenfalls aufwachen und denken, ah, was ist hier denn los? Also die erste Bedingung, die Hauptbedingung ist Schwerkraft. Aber es gibt eine ganze Menge Nebenbedingungen. Die erste Nebenbedingung ist, ich soll es fallen lassen. Wenn ich es festhalte, passiert nichts. Also das ist eine Bedingung. Dann, das Glas soll aus zerbrechlichem Material gemacht sein. Ja, wenn es aus unbrechbares Glas gemacht wird, wird es nicht brechen. Der Boden soll hart genug sein. Ja. Mit ja, Holz könnte es vielleicht überleben. Ja? Wenn es Stein wäre, dann geht es sicherlich kaputt. Aber mit Holz weiß ich nicht so genau. Also der Boden soll hart sein. Die Fallhöhe soll hoch genug sein. Wenn ich es von hier fallen lasse, wird er nicht kaputt gehen. Ja? Ich muss hoch genug sein. Das ist eine andere Bedingung. Und da soll nichts dazwischen kommen. Ja? Wenn jemand schnell hierher kommt und es abfängt, dann bricht er auch nicht. Ja? Oder ich stecke meinen Fuß dazwischen. Also soll nichts dazwischen kommen. Das sind so die erste Nebenbedingungen. Aber es geht viel weiter als das. Die sekundäre Nebenbedingungen. Das soll erstmal jemand dieses Glas produziert haben. Wenn es kein Glas geben würde, könnte ich es nicht fallen lassen. Ja? Also
Irgendwo muss ein, eine Fabrik sein, wo die Dinge fabriziert sind. Jemand sollte den Boden produziert haben. Ohne Boden geht auch nichts. Zwei Menschen, meine Eltern, sollten mich produziert haben. Aber ohne mich geht es auch nicht. Ja? Ich sollte einen Vortrag halten, wo ich ein Glas Wasser dafür brauche, sodass ich ein Glas habe. Sonst lasse ich es auch nicht fallen. Und ich sollte entweder unachtsam sein oder eine schlechte Laune haben. Irgendwie muss das eine Ursache dafür sein, dass ich das Ding fallen lasse. Aber es geht noch weiter. Es sollte ein buddhistisches Zentrum geben, wo ich einen Vortrag halten kann, wo ich ein Glas fallen lassen kann. Es sollte ein Publikum geben. Wozu soll ich sonst einen Vortrag halten? Und es sollte viele Elternpaare geben, die das Publikum produziert haben. Also, so kann ich natürlich noch Stunden weitergehen. Ja? Alles, was Bedingung ist, hat in sichzelf auch wieder Bedingungen. Also, wenn das Glas auf den Boden kaputt gefallen ist, dann ist das kaputte Glas entstanden aufgrund von unendlich vielen Bedingungen, die untereinander verknüpft sind und die ein gigantisches Netzwerk von Ereignissen bilden. Und dieses Netzwerk von Ereignissen, dafür gibt es ein traditionelles Bild. Und das ist das Bild vom Netz von Indra. Indra ist ein Gott aus der indischen Mythologie. Und sein Netz ist ein Netz von Juwelen, die alle untereinander verknüpft sind und die sich gegenseitig ineinander reflektieren. Also jedes Juwel reflektiert alle anderen Juwelen. Ja? Und das ist ein Symbol für die Verbundenheit von alle Elementen im Universum. Alles reflektiert sich ineinander. Ja, man kann nichts rausnehmen, ohne dass das ganze Netz sich verändert. Und man kann, wenn man ein Juwel mal ein bisschen bewegt, dann bewegen alle anderen sich auch mit. Alles ist in gegenseitiger Abhängigkeit miteinander verbunden. Das Bild von inneres Netz reflektiert auch, dass es im Universum eine gewisse Ordnung gibt. Ja, die Juwelen sind in einem Muster geordnet, sie fliegen nicht wild durch den Luftraum. Und diese Ordnung findet man zurück zum Beispiel in dem Gesetz des Karma. Ja, Taten haben Folgen, womit man irgendwann in der Zukunft konfrontiert wird, und diese Folgen passen zu den Taten. Da ist Ordnung da. Wenn das Universum völlig chaotisch wäre, könnte es solche Zusammenhänge nicht geben. Schließlich ist alles im Universum voneinander abhängig. Es gibt keine unabhängige, isolierte Existenz. Auch Menschen sind keine voneinander unabhängige, isolierte Wesen. Nicht nur sind wir voneinander abhängig, um überleben zu können, wir beeinflussen einander auch ständig. Indem sie mir zuhören, beeinflusse ich sie, ob sie wollen oder nicht. Etwas von meinem Bewusstsein, meine Ideen, meine Vorstellungen bleibt in ihrem Bewusstsein hängen, als Eindrücke und Erinnerungen. Und wird vielleicht in 10 Jahren noch immer da sein. Und ich behalte in meinem Gedächtnis ein Bild von ihren Gesichtern, ihrer Präsenz. Ob wir wollen oder nicht, ein Austausch zwischen uns hat schon stattgefunden und wir werden einander nicht mehr los. Ich möchte jetzt noch Antwort geben auf 2 Fragen. Erste Frage ist, diese Lehre des bedingten Entstehens, Pratitya Samuppada, wie das in indischer Sprache heißt, ist das der absolute Kern vom Lehre des Buddha? Ja. Alle anderen Lehren des Buddha lassen sich von Pratitya Samuppada ableiten. Zum Beispiel die 4 edle Wahrheiten, wovon ich schon 2 erwähnt habe. Ja. Kann man so formulieren. Erste edle Wahrheit, wenn Leben ist, ist Leiden. Ja. Zweite, wenn Gier entsteht, entsteht Leiden. Dritte, ohne Gier kein Leiden, sondern Nirvana. Vierte, wenn Gier aufhört, hört Leiden auf. Das ist der 8-veldige Pfad. Also das sind die 4 edle Wahrheiten, aber dann so formuliert, dass es so diese andere Aussage von, wenn dieses ist, wird jenes, dass das entspricht. Und das könnte man, dieses Muster könnte man für alle Lehren des Buddha so aufbauen. Die 2. Frage, beschreibt Pratitya Samuppada
das bedingte Entstehen und die Konditionalität beschreibt, dass die ganze Existenz, sowohl Samsara, das ist unsere weltliche Welt, als auch Nirvana, ja, das Ziel der Erleuchtung. Und auch ja, kann man so sagen. Samsara ist der Kreislauf des Lebens, also das ist die zyklische Konditionalität. Und der Spiralpfad, der aus Samsara wegführt zu Nirvana, das ist die progressive Konditionalität. Nun ist natürlich die Frage, was ist Nirvana? Ist das zyklisch oder progressiv oder ist das nicht konditioniert? Auch Nirvana entsteht auf Basis von Bedingungen. Ja, es gibt keine spontane Erleuchtung. Ja, man kann auf Erleuchtung hinarbeiten und das Hinarbeiten ist Bedingung für das Entstehen von Erleuchtung. Nirvana ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess, so wie alle Prozesse im Universum, ja, gekennzeichnet von Veränderung. Und auch in Nirvana ist das Prinzip der progressiven Konditionalität aktiv. Ja, das bedeutet, Nirvana ist nicht ein Endzustand, aber da gibt es progressive Konditionalität. Nirvana entwickelt sich immer weiter. Ja, man wird immer mehr erleuchtet, sozusagen. Ja, also Erleuchtung ist nicht ein Endzustand, aber man wird immer mehr erleuchtet. Also Konditionalität kennzeichnet alle Formen der Existenz. Ja, zum Schluss von meinem Vortrag wollte ich nochmal kurz zurückkommen zu meiner ursprünglichen Frage. Warum werden wir geboren? Warum leben wir? Warum sterben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Also warum werden wir geboren? Die Antwort ist einfach. Wir werden geboren, weil wir vorher gestorben sind und wieder leben wollen. Das ist der Grund, warum wir geboren werden. Ja? Nach unserem Tod sind wir in einem Zwischenzustand und in diesem Zwischenzustand wollen wir nichts anderes als wieder leben. Ja, wollen wir nichts anderes als wieder sinnliche Erfahrungen haben. Und deshalb werden wir wieder geboren. Warum leben wir? Wir leben, weil wir geboren sind. Klingt ein bisschen blöd, aber so ist es. Wir leben, weil wir geboren sind. Und warum sterben wir? Weil wir leben. Weil wir leben, müssen wir sterben. Also, unser ganzes Leben ist bedingt. Es ist ein bedingtes Entstehen. Allerletzte Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? Da muss ich vielleicht eine enttäuschende Antwort geben. Das Leben, so wie es ist, hat überhaupt keinen Sinn. Aber, das Schöne ist, man kann es einen Sinn geben. Das Leben an sich hat keinen Sinn. Aber wir können unser Leben einen Sinn geben, indem wir uns entscheiden, nicht die zyklische Konditionalität zu folgen, aber die progressive, kumulative Konditionalität, die uns auf einen spirituellen Weg bringt und zur Erleuchtung führt. Dankeschön.